Zwei Tage später. Oh mein Gott! Red Skull, ich fühle mich wie neu geboren. Ich merke es, wie langsam meine Kräfte wiederkehren. Ich habe abgenommen. Ich fühle mich bereit, meine Mission fortzusetzen. Holst du wieder das Fluggefährt herbei? Ein neues, du hast ein neues Fluggefährt freigeschaltet. Es muss nur kommen! Red Skull? Ja? Wo ist das neue Fluggefährt? Wir werden beschossen. Ich glaube, das ist gerade explodiert. Ist es explodiert? Ja. What the shit? Oh mein Gott! Red Skull, was ist das? Das war mein persönlicher Red Skull VTOL. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen erstmal flüchten vor den Feinden. Sie haben leider bemerkt durch ihre Spitzel, dass wir wieder auf dem Weg zur Besserung sind. Dass ich wieder auf dem Weg zur Besserung bin. Na, das ist die Stadt. Ah, oh! Steig aus! Sie wollen uns aufhalten. Verdammt. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg, bevor wir weiter deine Aufgaben erfüllen können. Verdammt, wir werden verfolgt. Kannst du sie abschütteln? Ich versuch's. Oh mein Gott. Ich brauche eine Anweisung, wohin ich fahren soll. Wir können ja schon mal in die Nähe der nächsten Geldpakete. Zum Flughafen. Geradeaus. Wow, wow, wow. Red Skull, wo sind wir hier? Red Skull? Ja. Wo sind wir hier? Wir sind auf einer Zugschiene. Oh. Lass mich nur kurz das internationale Red Skull Navi aktivieren. Und schon können wir weiter. Sehr gut. Red Skull Geige Snorshit macht seinen eigenen Weg. Sehr gut, Red Skull. Es ist gut, dass du mir hilfst. Ohne deine Hilfe könnte ich nicht so schnell wieder zu Kräften erlangen, um meinen Zwillingsbruder Engelbert zu besiegen. Ich mach das aber nur, um Engelbert zu blamieren. Warum? Gibt es etwa eine Verbindung zwischen euch beiden? Eine indirekte mit Angel de la Muerte. Er hat ihn einfach niedergemacht. Ihn unfair links. Besiegt. Oder dann doch nicht links. Halt, stopp, hier. Sind sechs Puppen. Die sind da oben. Verdammt. Aber ich kenne noch eine andere Position. Die ist hier direkt um die Ecke auf dem Flugfeld. Die habe ich auch markiert. Aber. Holen wir uns doch mal das Püppchen. So viel Zeit muss sein. Wie sollen wir das tun, Red Skull? Wir fahren dahin. Was denkst du denn? Das Püppchen ist da oben. Wo, Red Skull? Ich weiß nicht, wo es ist. Dort. Da. Wir können tatsächlich hin. Nicht runterfallen, mein Freund. Ich habe mich abgerollt. Ich spüre, wie meine Kräfte wiederkommen. Ich komme sogar schon diesen hohen Abhang hoch. Okay. Ich bin wieder drin. Lass uns weiter. Oh mein Gott, Red Skull, pass auf, wie du fährst. Egal. Hier rechts sind auch das Geldpaket, egal. Was, wo? Da? Ja, dort in der Grube rechts. Rechts, bei diesem. Da und jetzt geradeaus. Dort. Ich weiß nicht, ob es dort unten ist oder auf dem Gebäude. Ich glaube, es ist auf dem Gebäude. Ich sehe es jedenfalls nicht. Fucking Bird Reynolds. Ich glaube, wir brauchen wieder ein fliegendes Gefährt. Wir müssen zum Flugfeld. Unser Auto qualmt schon wieder, Red Skull. Dann holen wir uns ein neues Auto. Ist hier ein Flugfeld.
Wir holen uns ein fliegendes Gefährt. Ja, da, aber hier ist auch irgendwo noch, glaube ich, etwas versteckt. Geradeaus, geradeaus. Irgendwo hier hat mein Navi etwas geortet. Dort! Rechts! Stopp! Stopp! Oh! Ich steige aus und hole es. Ich sagte, ich steige aus und hole es. Okay. Steige aus dem Bett! Drehen Swag auf! Yo! Schau kurz in den Spiegel, sag what up. Aim, get money! Oh! Oh yeah! So. Nun müssen wir ein fliegendes Gefährt besorgen. Oh, was war das? Die interstellare Verbindung ist gerade abgebrochen. Oh nein. Aber sie ist wieder da. Das ist die Verbindung zwischen beiden Welten. Sie ist immer noch sehr instabil. Sie wurde mit den Jahren verbessert, aber sie leidet immer noch unter Fehlern. Oh mein Gott. Soll ich etwa damit fliegen? Aber Red Skull, ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Ich werde es versuchen. Aber wie soll ich mit diesem Flieger landen, Red Skull? Okay, ich werde mal das Geldpaket markieren, was ich mir gerade eben gemerkt habe, was auf dem Dach war. Aber ich weiß nicht, wie ich darauf landen soll, Red Skull. Dort oben auf dem Dach. Oh nein, Red Skull, Red Skull! Oh. Oh. Ah. Es tut mir leid, Red Skull, ich habe dich enttäuscht. Kein Problem. Ich kann einfach nicht fliegen. Ich habe das Fliegen schon vor langer Zeit verlernt. Ja, fetter, netter Mann hat uns die Tür geöffnet. Danke, fetter, netter Mann. Aber Red Skull, wie soll ich dieses Flugzeug denn bedienen? Ich kann doch nicht fliegen. Irgendwo muss doch was sein. Hast du nichts in dem Hangar da vorne gespeichert? Mhm. Nein. Ich weiß wirklich nicht wohin. Dieses Flugfeld ist so groß. Und dennoch sind hier so wenige Flugzeuge, Red Skull. Und diese Flugzeuge, die sind alle abgeschlossen, die hier stehen. Das war bestimmt Engelbert. Ich glaube auch. Dort rechts. Und dort ist ein Flugzeug. Aber es ist noch komplizierter als das letztere. Das ist aber nicht das, was ich suche. Welches suchst ihr, Red Skull? Ich suche ein spezielles, was ich im Zweiten Weltkrieg hier habe abgestellt. Oh, du warst während der Zeit des Zweiten Weltkriegs auch schon mal auf unserer Erde? Yes. Was hast du damals getan? Warst du etwa dafür verantwortlich, dass Deutschland den Krieg verloren hat? Ja. Und ich hab die Amis verärgert. Du hast Hitler getötet, oder? Nein, diese Ehre habe ich den Russen überlassen. Sehr zu missfallen. Oh, okay. Schau, mein Freund, hier sind sie. Helikopter. Danke, mein alter Freund. Du weißt, was ich fliegen kann und was nicht. Glaub mir, ich werde dich nicht enttäuschen mit diesen Helikoptern. Helikopterfliegen liegt mir im Blut. Es ist sogar ein sehr schneller, wendiger Helikopter. Damit können wir, glaube ich, alle unsere Ziele sehr leicht finden. Erstmal wieder anständige Musik anmachen. So. Auf geht es. Jetzt aber nochmal zu dem Geldpaket, was auf dem Dach ist. Dieses Mal kann es nicht vor mir flüchten. Dieses Mal werde ich es kriegen. Noch einmal lasse ich mich von diesem Geldpaket nicht lausen.
Dort ist es. Ich werde es mir holen. Red Skull, was isst du da? Köstliche Pistazien. Oh. Aus dem sonnigen Kalifornien. Um dein Gehirn zu trainieren. Yes. Oder dienen sie etwa einem viel geheimeren, dunkleren Zweck als diesem? Einen Zweck... Das sind die Energiereserven meiner Macht. Aber das heißt, das ist deine, auch gleichzeitig deine Schwachstelle. Wenn dir jemand die Pistazien klaut, dann verlierst du ja all deine Macht, Red Skull. Nein. In meiner Zeit und auf meiner geistigen Ebene habe ich Millionen von Abermillionen von zu 3 Millionen von Pistazienplantagen. Wie kann das sein? Ach, das ist nett. Kann man da auch Urlaub machen? Ja, aber ich habe leider kein Meer. Der ganze Planet besteht nur aus Pistazien Ackerfeld. Oh. Nun ja, also damit ist zumindest der... Da müsstest du auf Klamausel 3 fliegen. Klamausel? Das ist der Urlaubsplanet. Von diesem Planeten habe ich schon mal etwas gehört. Aber ich habe gehört, der ist zu einigen Zeiten sehr überfüllt. Natürlich. Ja, ich habe schon überlegt, dort einmal hinzufahren, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben im Kampf gegen meinen bösen Zwillingsbruder. Und schau, wo ich heute gelandet bin. Dann wirst du Zeit und Geld haben. Und Besuche zu anderen Planeten dauern einen kleinen Augenblick. Das hört sich ja einfach fabelhaft an. Aber doch bin ich noch schwer am Grübeln, ob das jemals der Fall sein wird. Das wird der Fall sein. Deckbart hat seine Göttlichkeit für dich geopfert. Ich wusste, dass Dickbart mich nicht enttäuschen würde. Ich wusste, dass Dickbarts Tod einem höheren Zweck dient. Aber ich wusste nicht, dass er so edel und hochmutig ist. So, Red Skull. Noch ein einziges Geldpaket und ich habe auch diesen Stadtteil hinter mir und habe dort auch deine Aufgaben erledigt. Und danach werde ich mir etwas Anständiges zum Anziehen kaufen. So, wollen wir doch mal schauen. Was gibt es denn hier? Wo ist hier das geheime Paket? Ich spüre, dass eine große Verbindung zu dieser Insel besteht. Ich spüre die Macht, die auf dieser Insel zusammenkommt. Hier wird sich etwas Großartiges bewahrheiten auf dieser Insel. Ich spüre die starke Macht, die hier herrscht. Ich spüre die Machtströme. Irgendetwas stimmt mit dieser Insel nicht. Was für Runen? Ja, dieses Sammelobjekt, das sind Runen. Oh. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie ihre Macht bündeln. Ja, aber sie alleine zu sammeln reicht nicht. Wir brauchen das Blut des Verräters. Engelbert. Ich spüre es auch. Aber als erstes... Gehen wir shoppen! Oh ja! Yeah, voll cool, Mann! Auf geht's. Immer mit dem Ziel vor Augen, meinen bösen Cousin, Zwillingsbruder, zu besiegen. Er ist alles, was ich nie hatte. Er ist das Böse. Bla bla, bla bla. Magische Worte, die keiner versteht, weil sie zu kompliziert sind. Ich werde hier parken
Und danach werde ich in den Kleiderladen gehen und werde ein anderer Mensch sein. Ich spüre es. Red Skull. Ich spüre es. Du spürst das? Ich spüre es. Ich spüre es!